Brauchen wir eine neue Landwirtschaft? Sollte das eine regenerative Landwirtschaft sein? Der Green Deal soll die EU zukunftsfest machen und beinhaltet unter anderem diverse Vorgaben für Landwirte. Deutschlands Landwirte tragen ihren Protest gegen die Sparpläne der Regierung weiter auf die Straße. Die sogenannte Ampelkoalition hat jetzt das fast zum Überlaufen gebracht mit ihren Plänen. Es geht überhaupt nicht um Einsparungen. Die könnte man an anderer Stelle viel effizienter und sinnvoller vornehmen. Es geht um etwas ganz anderes. Für uns ist es natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass jetzt diese Flächen, die sich ja komplett ums Dorf ziehen, mit Solarpanelen belegt werden sollen. Die Landwirtschaft soll weichen, weil der Platz gebraucht wird. Und weil sichere und gesunde Ernährung aus heimischem Anbau nicht im Interesse der Globalisten ist. Was für Vorteile Insekten haben, wie ressourcenschonend diese Insekten auch sind. Wenn so ein Kalb oder so ein Lamm sie nett anguckt, warum soll man das essen, aber die Heuschrecke nicht? Und die Landwirtschaft ist ja die Wirtschaft, die uns unsere gesunden Lebensmittel hier regional vor Ort produziert, die gilt es zu schützen. Unsere Landwirtschaft schützt nebenbei auch noch unsere Kulturlandschaft. Wir lassen nicht zu, dass unsere Landwirtschaft kaputt gemacht wird. Erst recht nicht von Ideologen, die keinen Bezug zu den Bauern haben. Und ich finde es schwierig in der Demokratie wie in Deutschland, wenn der Minister nicht mehr den Arsch in der Hose hat, mit den Bürgern über die Probleme zu reden. Die blaue Wende ist auch eine Agrarwende. Zurück zur Selbstbestimmung und zurück zum eigentlichen Zweck der Landwirtschaft. Lebensmittel zu produzieren und davon auch noch selbst gut leben zu können. Das Ganze muss renationalisiert werden. Die Unterstützung der Landwirtschaft, wie Sie gesagt haben, die Agrardieselkürzungen, die müssen wieder vom Tisch. Die Bürokratisierung muss abgebaut werden, dass der Landwirt wie jeder andere auch von seiner eigenen Hände Arbeit wieder leben kann. Bleiben wir jetzt dran. Für unsere Bauern.